alle, die erst diese Woche zugeschaltet haben. Ensemblemitglied Kilian Ponert hat sich im Lockdown im Theater eingesperrt. Die Leitungen sind tot. Das Netz ist schwach. Kilian ist völlig auf sich allein gestellt. Wird er erst im neuen Jahr befreit werden können? Und wer sind die beiden mysteriösen Gestalten, die sich dem Theater nähern? Mittlerweile ist sein Fehlen natürlich von den ersten Kollegen bemerkt worden. Das ist so ein Vollidiot. Wir hatten an dem Tag Premiere und ich habe zu ihm gesagt, Kilian, wir müssen raus, Theater macht zu, wir haben Lockdown, wir müssen gehen. Ich so, nein, ich bleib noch. Ihr wisst ja, wie der dann ist, der macht da sein Ding. Ich gesagt, okay, mach dein Ding, ich gehe. Aber ich habe es ihm gesagt, so. Und er war dann noch in diesem Hasenkostüm, völlig drüber, keine Ahnung, was der getankt hat. Aber wenn ich gewusst hätte, was dann passiert, ja, dann hätte ich ihm natürlich geholfen. Hat er niemand schon mal die Polizei gerufen? Das ist doch ein Fall für die Kripo. Tatorte untersuchen, Alibis überprüfen. Ja, ich habe ein Alibi. Bei Drehen. In Berlin. Ja, ist keine große Sache. Also, es ist natürlich eine große Hauptrolle. Also, die größte Nebenrolle, sagen wir mal so. Ich kannte den Kollegen kaum. Ja, ich habe den mal auf dem Gang gesehen, da irgendwie. Es tut mir natürlich leid für den Corbinia. Konstantin. Kai. Ich muss die ganze Zeit an Kaspar Hauser denken, der bei Wasser und Brot in einem Kellerloch eingesperrt war. Wie wird Kilian die Isolation im D-Haus überstehen? Ich hoffe, er hat bis jetzt in seinem Leben genug geistige Nahrung bekommen, von der er jetzt zehren kann. Damit er nicht völlig verblödet. Wird er danach noch sehen können, riechen, hören, schmecken, wachen, lesen, lange Briefe schreiben und durch die Alleen unruhig hin und her huschen, wenn die Blätter treiben? Ja, hallo, das Düsseldorfer Schauspielhaus? Ja, genau, ich grüße Sie, genau, wegen der Bestellung, genau. Wir bräuchten 25 Holzfäller-Statisten, genau. Ja, genau. Und dann eben die 24 Ping-Pong-Bälle, die schwarz-rot gestreift sind und 32 Feuerlöscher mit ABC-Haltung. Genau. Alles klar. Super, vielen Dank. Ja, bis morgen wäre das super. Man weiß es einfach nicht. Man weiß es einfach nicht. Tschüss. Puh. Was für ein Tag. Kilian war wie ein Bruder für mich. Als ich das erfahren habe, habe ich mir ernsthaft Sorgen gemacht. Also nicht wegen Kilian, sondern wegen den 200 Peitschen, die mir schuldet. Ist's edler im Gemüt,
die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden oder sich waffnend gegen einen See von Plagen durch Widerstand sie enden. Sterben, schlafen, nichts weiter. Was war denn das für eine Scheiße? Fuck. Aber dann hatten wir bald Gewissheit. Schreckliche Gewissheit. Also, mir war sofort klar, das ist ein Fall für den Ensemblesprecher. Wir brauchen Leonhardi. Jonas Friedrich Leonhardi. In meiner Funktion als Ensemblesprecher war es meine Aufgabe, das Ensemble zu informieren. Die schreckliche Nachricht zu übermitteln. Ich griff zitternd zum Handy. Hallo Leute, ich rufe euch jetzt in meiner Funktion als Ensemblesprecher an. Oh Gott. Hallo? 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 Kilian, du bist so ein Volltrottel. Wie soll ich denn hier wieder rauskommen? Ja, Kian, was soll ich sagen? Du kennst mich. Ich bin immer für dich da. Weißt du, wenn du Probleme hast, du hast meine Nummer. Du kannst mich jederzeit anrufen. Es ist überhaupt gar kein Problem. Nur jetzt ist gerade wirklich sehr schlecht. Ja, weil ich muss nämlich noch zu Rossmann, da liegen die Windeln schon an der Kasse. Aber hey, wenn du dich das nächste Mal einsperrst, rufst mich einfach an. Okay? Toi, toi, toi.